Für alle, die das Glas ganz gerne mal halb leer sehen. Es gibt so viele tolle Sachen, die wir machen können. Und wir sollten echt dankbar dafür sein. Ja, das bin ich. Und das zweite Lied, das hat den Namen Menschsein. Thank you.
Vielen Dank, Herr Schöne. Vielen Dank, Herr Schöne. Ja, von alleine wird es nicht besser werden. Aber wir können ja nur die Welt retten, wenn wir bei uns selbst anfangen. Und dann müsste das eigentlich klappen, nur wir machen es einfach nicht. Wir müssen halt auch mal so ein bisschen, es gibt ja so viele kleine, klitzekleine Kleinigkeiten, die so wunderbar sind, aber wir haben überhaupt keinen, wir sehen die nicht mehr. Im nächsten Lied zum Beispiel, da geht es um die Stimme der Stille. Geht manchmal total verloren heutzutage, dabei ist die total wichtig. Ich schwimme im Meer von Worten umher. Im Meer heißt das Lied. Ich liebe
jetzt ist Schluss mit der Stille. Jetzt kommt der Kobold-Song. Ja, als man mir sagte, dass ich ein Kobold bin, da habe ich mich erstmal, war ich erstmal ein bisschen schockiert. Aber als ich dann drüber nachgedacht habe, wusste ich, es stimmt. Denn der Kobold ist ein Naturgeist. Er liebt nicht nur die Natur, er liebt es, frech, wild und lebhaft zu sein. Und vor allem hat er ein gutes Herz. Und es ist so. So bin ich. Und das ist der passende Song dazu. Zurück zum Regenbogen. P-Kobold! P-Kobold hat an Kraft verloren und sitzt nun krank zu Haus. Was hat er sich dabei gedacht? Nichts. Was steht so lange aus? Ich ziehe mal den Koboldhut ab, weil es ist sehr heiß. Außerdem rocken wir jetzt ein Lied. Da werde ich die Haare schütteln. Und damit der Hut nicht dreckig wird, ziehe ich ihn jetzt lieber mal ab. Ich habe eine Single veröffentlicht letzten Monat und die heißt Auf Tabletten.
Dazu habe ich ein super geiles Musikvideo gedreht. Das ist sehr sehenswert, falls ihr Bock habt. Guckt es euch an, ihr findet alles über Pauli unter dem Zauberwort Poet Grunge im Internet oder einfach unter pauli-musik.de. Das Lied, es geht um Scheinlösungen und nicht darum, dass ich heroinabhängig bin. Die Lösung ist in uns drin, in uns allen von Natur aus. Das sollten wir wissen, das müssen wir wissen. Dann wird alles wieder gut, glaube ich. Auf Tabletten. Also ein Lied schenke ich euch.
gerne noch. Es heißt nämlich Schenk mir ein Lied. Und ja, was soll ich zu diesem Lied sagen? Es ist auf jeden Fall ein Lied für mehr Bewusstsein und gegen all diese Oberflächlichkeiten der Welt. So, ich glaube, das ist ganz gut gesagt. Dab, da, dab, da. Schenk mir ein Lied. Leute, ein Riesenapplaus für Pauli! Das geht noch lauter. Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an dem Bildschirm. Willkommen bei der dritten Newcomer-TV-Nacht hier in der Portstraße Jugend und Kultur im sonnendurchfluteten Oberursel am Fuße des Taunus. Es ist ein Wahnsinnstag heute, ein toller Sommertag, wobei ja noch gar nicht der Sommer angefangen ist. Aber wir haben die besten Bands der Welt hier für diesen Event hier rangekarrt und neben mir ist Pauli, die wunderbare Liedermacherin aus Bad Nauheim, die mit ihren Jungs angetreten ist. Hallo Pauli. Hi Seppel. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne und vor allen Dingen freue ich mich, dass es endlich mal geklappt hat.
Ja, das war ein großer Wunsch von mir tatsächlich, der heute in Erfüllung geht. Und die Band Pauli, also Pauli als Liedermacherin gibt es schon sehr lange und Pauli als Band mit den wunderbaren Ben und dem Michael und dem Olaf als Verstärkung, was ich weiß, ab 2019, oder? Das ist ja ganz unterschiedlich, weil die Bandbesetzung hat sich tatsächlich die letzten Jahre immer wieder geändert. Ben ist jetzt derjenige, der am längsten dabei ist. Wir hatten den Jörg Karl noch dabei, der war seit 2016 bis letztes Jahr noch dabei. Und dann hat sich alles so ein bisschen umformatiert immer wieder. Ben ist seit Ende 2018 dabei und dann haben wir tatsächlich eigentlich ganz neu den Micha und den Olaf seit Ende letzten Jahres erst dabei. Okay, und ab wann bist du denn unterwegs mit deiner Gitarre als Liederfrau, als Liedermacherin? Angefangen Musik zu machen, habe ich, glaube ich, irgendwie so in den 90er Jahren tatsächlich. Aber so, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte mit der Musik raus aus meinem Wohnzimmer. Das war so 2015, 2016. Und dann passierte noch mal etwas, und zwar war das dann 2020 tatsächlich erst. Deswegen empfinde ich mich tatsächlich so auch ein bisschen als Newcomer, weil dann kam 2020, wo ich mich dann auch entschieden habe, nee, das ist nicht nur ein Hobby für mich. Yeah. Ja. Aber weil ich habe hier Sachen, also du hast zum Beispiel 2017 einen Preis gewonnen, du hast als Moderatorin gearbeitet, du hast als Veranstalterin gearbeitet, ja. Kulturveranstalterin gearbeitet. Was hat dich denn so infiziert? Du bist gelernte Hotelfachfrau. Ja, ich habe fast, ich habe fast 20 Jahre, also es waren 18 Jahre, mein Leben der Gastronomie geopfert. Okay. Nein, ich habe sehr viel Zeit und sehr viel Energie in die Gastronomie investiert, weil das mein Beruf, mein gelernter Beruf war. Und ich dachte, hey, da muss man ja auch Karriere machen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Herz dann immer trauriger wurde und dass man nicht immer alles für Geld machen sollte. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Überschrift. Die Presse schreibt, deine Stimme, ein Mix von Nina Hagen und Nirvana. Trifft das so ein bisschen zu? Das ist ein Riesenkompliment erstmal für mich, weil das sind wirklich die zwei Bands oder Künstler, die sehr ausschlaggebend sind für mich, die mich geprägt haben und die man auch wirklich raushört, sage ich mal. Und als die Presse das dann auch schrieb, war das für mich... Wie ein Pokal. Ja, geil war das. Ja, super. Du hast, bist mit einem Album jetzt unterwegs, was auch noch nicht so lang ist. Ja, dieses Jahr? Gell, das ist Anfang des Jahres rausgekommen. Ja, du hast es schon vergessen, ja, du Rabenmutter. Ja, denn meine Babys habe ich ja schon viel vorher geschrieben. Die sind schon viel eher auf die Welt gekommen. Und aber für die Öffentlichkeit zugänglich waren sie nicht. Und seit diesem Jahr sind sie. Weil, wie ich ja erwähnt habe, ich habe erst seit 2020 dann verstanden, dass ich das nicht alles für mich so behalten will und dann immer nur mal hier und da so ein bisschen auftreten, sondern ich wollte es wirklich dann auf Spotify und für alle zugänglich machen. Und das passierte dann auch erst alles so jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre eigentlich. Und dann dieses Jahr habe ich das Album dann rausgehauen. Wenn du jetzt sozusagen als Verstärkung deiner Musik wunderbare Männer um dich geschart hast, alle im heiratsfähigen Alter, bist du dann trotzdem, sage ich jetzt mal, die Feldwebelin und sagt, ihr spielt das alles so, wie ich das komponiert habe, oder ist die musikalische Arbeit ein gemeinsamer Prozess? Wie funktioniert das bei Pauli? Das funktioniert auf jeden Fall so, dass ich mit meiner Gitarre die Lieder schreibe und das ist so die Basis, die immer dann als Arbeitsbasis vorhanden ist. Und ich habe ja erzählt, dass meine Mitglieder ja öfter auch mal wechselten. Und ich stelle tatsächlich jedem, der bei mir in der Band spielt, das zu freien, wie sagt man denn? Also, ob er sich dir unterwirft oder nicht. Nein. Ich stelle jedem frei, was er denn aus den Songs machen möchte. Ach so, meinst du? Ja, also es Entschuldigung, ich entschuldige mich jetzt. Ich sage nicht, hör mal, da haben wir es so aufgenommen, du musst es nachspielen, sondern jeder kann sich da selber was überlegen. Es passiert höchstens mal, dass ich sage, hey, da irgendwo ist gerade mein Feeling verloren gegangen, versuch mal was anderes. Aber ansonsten können die sich schon ausleben. Und ich glaube, das ist gut so, oder?
Wie ist das denn als Schlagzeuger in der Band bei Pauli? Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil es wirklich verschiedene Genres sind irgendwo. Natürlich ist das alles gefasst unter dem schönen Namen Poet Crunch. Aber man hat doch wirklich die künstlerische Freiheit, wie Pauli schon sagte. Wir bekommen meistens halt dann die Musik mit Gesang und Gitarre. Und man kann dadurch dann zusammen mit Bass und mit Gitarre dann den richtigen Sound dazu kreieren. Und somit können wir auch mitschreiben oder mit arrangieren, sag ich mal. Das macht schon Spaß, ja. Wie ist das denn so? Hat jeder in der Band so eine Aufgabe, wie das in vielen anderen Bands ist? Oder macht alles Pauli Booking und Management und ihr kommt einfach zur Probe, schafft euch die Songs drauf und spielt die Songs? Im Wesentlichen ist das so. Pauli organisiert das Ganze. Natürlich die Proben vereinbaren wir, aber das ganze Booking und die Homepage und Spotify und was alles so dazugehört, das macht alles Pauli. Was war denn für dich die Motivation, bei der wunderbaren Pauli in der Band das Casting zu machen und genommen zu werden? Also dazu muss man sagen, dass Pauli für mich eine absolute Künstlerin ist. Das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt. Also wenn die vorne steht, dann macht es halt Spaß, dahinter zu stehen und sie zu supporten und für sie einfach da zu sein und maximal gut musikalisch zu unterstützen. Und immer wieder eine Freude, jeden Tag, wenn wir da unterwegs sind. Bist du mir fällt nichts anderes an, du bist Berufsmusiker und hast auch andere musikalische Projekte und Pauli ist eins von vielen Projekten, mit dem du dein Geld verdienst, oder wie funktioniert das? Genau, also ich bin unter anderem auch Berufsmusiker. Und momentan ist es noch ein bisschen unterstützen. Wir hoffen auf geile Gigs, so wie heute, und dass es irgendwie weitergeht. Und daran glaube ich halt fest, weil, wie gesagt, ist eine Künstlerin. Und für euch ist es auch so, ihr seid Berufsmusiker und habt auch andere Projekte und Pauli ist eins von verschiedenen Projekten, die ihr gerade macht, oder ist es anders? Doch, das kann man schon so sagen. Ich bin allerdings nebenberuflich Musiker. Zum Glück habe ich noch einen Brotberuf, der mich auch durch die Corona-Zeit gebracht hat. Aber ja, ansonsten habe ich auch noch weitere Projekte. Bei mir ist es ähnlich. Ja, ganz genau, ja. Da sind wir auch schon gleich bei diesem Thema, weil bei dir spielt ja nicht nur die Musik eine Rolle, sondern auch die Texte, die du schreibst, sind ein Spiegel deiner Seele und von dem, was du gesellschaftlich erlebst. Inwieweit ist die Corona-Zeit ein Thema in deinen Texten gewesen, oder inwieweit ist jetzt dieser furchtbare Krieg in der Ukraine ein Thema, oder Krieg überhaupt, Menschenrechte und solche Sachen, sind das Themen in deiner Musik? Die Texte sind tatsächlich ganz, ganz wichtig. Das Ausschlaggebende eigentlich so an Poet Grunge. Und ich habe direkte Themen wie die Ukraine, wie Krieg und so weiter nicht beim Namen genannt. Ich versuche immer alles sehr universell zu halten. Es geht immer sehr, sehr tief. Also bei mir gibt es nichts, was nur an der Oberfläche kratzt oder was irgendwie eine Geschichte nur erzählt oder irgendwas beschreibt, sondern es geht wirklich ganz, ganz tief rein. Jeder kann sich ein bisschen sein eigenes Bild dazu im Kopf malen dazu, aber es hat immer einen tiefen, universellen Sinn. Es soll ich erzähle zwar oft auch aus persönlichen Dingen, die ich erlebe, aber es soll dann doch irgendwann so ein Bild für alle werden daraus, ein universelles Bild für alle. Arbeitest du permanent an neuen Texten? Hast du verschiedene Sachen zum Beispiel auch mal ein halbes Jahr weggelegt und dann nach einem Jahr nimmst du dir wieder einen Text vor? Wie arbeitest du als Texterin? Es ist ja diese... Also Kritik ist ein großes Thema, und zwar aber nicht im negativen Sinne unbedingt, sondern ich versuche, die Selbstreflexion anzusprechen in jemanden. Und wann die Texte geschrieben werden und wie, kann ich meistens gar nicht beeinflussen. Ich bin tatsächlich leider fast schon, weil manchmal kommt ja so jemand und sagt, ey, schreib mal das oder das, ich kann es leider nicht. Bei mir sind es meistens sowas wie Eingebungen, dann kommt es und ich muss es dann schreiben, kann es aber manchmal schlecht beeinflussen, wenn ich was machen muss. Das heißt, dann liegen auch Texte manchmal so ein halbes, dreiviertel Jahr rum und dann nimmst du sie dir wieder vor? Es kommt auch vor, dass jahrelang nicht bearbeitet werden oder nicht auf der Bühne aufgeführt werden und dann kommen sie an die Oberfläche. Manchmal sind es auch ganz, ganz neue Songs und dann müssen die sofort aufgenommen werden. Also es ist ganz unterschiedlich. Manche Texter oder Texterinnen haben ja so ein Büchlein immer dabei, was handschriftlich mit kleinen Bildchen und so irgendwie. Hast du auch solche Bücher, die du dann auch sammelst, wo du dann die Jahre deiner Kreativität auch zurückschauen kannst, wenn dir danach ist bei einem Glas Wein am Kamin?
Diese Büchelchen habe ich. Ich könnte quasi eine Bibliothek mit Büchelchen aufmachen, wo aber nichts drinsteht. Also immer nur die ersten paar Seiten und dann kriege ich schon wieder ein neues Büchelchen geschenkt und dann fange ich wieder da rein, reinzuschreiben und dann kriege ich wieder ein neues. Also die werden nie richtig voll irgendwie, weil wir so überflutet werden mit solchen Dingen. Also ich habe nicht so ein Lieblingsbuch, aber sowas gibt es natürlich, die sind ganz wichtig, weil man muss es irgendwo aufschreiben. Aber mir passiert es viel, viel öfter, dass ich sagte ja, ich kann das nicht steuern, ich kann mir nicht das Büchlein nehmen und jetzt schreibe ich, sondern jetzt kommt es und dann kommt irgendwie so, ach hier, das ist die Telefonrechnung, zack, andere Seite und dann wird es aufgeschrieben. Okay, ja. Arbeitest du gerade an neuem Material oder ihr? Also das heißt, dass zum Beispiel deine Fans vielleicht zu Weihnachten eine neue Single oder irgendwas oder ein Video? Ja, also seitdem ich ja Ende letztes Jahr angefangen habe, auf Spotify einzelne Singles drauf zu schicken und dann das Album nachgeliefert habe, ist auch gleich dann da drauf noch auf Tabletten ja gefolgt. Das war jetzt im April. Das ist nicht auf dem Album drauf. Habe jetzt im Juni, Anfang Juni wieder eine neue Single am Start und will dann auch noch mal so 2 Monate später oder so noch mal eine nachschieben. Aber was jetzt in Planung ist, ist wirklich das neue Album und das soll dieses Jahr unbedingt an den Start gehen irgendwie. Wann es jetzt wirklich fertig sein wird, ob es jetzt wirklich zu Weihnachten sein wird, das will ich jetzt nicht versprechen. Aber es gibt genug Material, um das zu machen, das aufzunehmen. Was mir super gut an dir gefällt, ist, du bist so begeistert. Ja, ich liebe das Leben, meistens zumindest. Ja. Gibt es schon irgendwelche Gigs auf der Seite, auf deiner Homepage? Sag doch mal kurz deine Homepage oder wo man dich online findet. Meine Homepage ist total einfach, denn die heißt pauli-musik.de. Total einfach, da sind die neuen Gigs drauf oder beziehungsweise die nächsten. Sind auch schon ein paar in Planung noch für den Sommer. Kommt immer spontan immer noch was dazu. Ich will jetzt gar nicht sagen, wo und was. Schaut einfach mal da rein. Genau. Und kann man euch, weil das ist so eine Frage, die ich öfters Bands stelle, wo ich denke, das würde funktionieren, kann man dich anrufen und sagen, hey, komm doch mal zum Akustik-Gig bei uns im Garten vorbei. Wir grillen gerade und so, wir geben euch eine Gage und es gibt ein bisschen Bier und ein paar Nachbarn kommen. Würdet ihr sowas machen, solche Gigs? Ich bitte darum, denn das ist die einzige Taktik, die ich habe. Tatsächlich bewerbe ich mich nirgendwo und es kommt immer irgendjemand, der sagt, das ist cool, was ihr macht. Und die laden uns ein und sagen, spielt hier oder dort. Und es kommen die geilsten Sachen dabei rum. Ob das jetzt hier ist bei Newcomer TV oder im Schwimmbad oder im Bus oder im Kino. Oder es kommt immer irgendwie was total Cooles bei rum. Bäckerei hatten wir letztens. Ein Gig mit frischen Brötchen. Sonntags. Also ohne Brötchen sonntags. Aber wie gesagt, im Garten ja gerne. Also wir bitten darum, eingeladen zu werden, ja. Heute der Gig in der wunderbaren Portstraße Jugend und Kultur. Habt ihr euch ein spezielles Programm ausgedacht oder was hören wir? Zuerst habe ich gedacht, hey, nimm doch die eingängigsten Songs und dann später habe ich nur gedacht, was hast du denn jetzt da gemacht? Schau an, wer da noch spielt. Du hättest die härtesten Songs raussuchen sollen, die du überhaupt hast. Das habe ich nicht getan. Also das heißt, du wirst dich auf jeden Fall vom Line-Up heute Abend abheben. Ja. Ich danke euch für dieses schöne Gespräch und wünsche euch ein ganz, ganz, ganz tolles Konzert und vor allen Dingen noch viele, viele gute Konzerte in diesem Jahr und möge die Macht mit euch sein. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Dankeschön.